Mitten im Wahlkampf, vor uns steht Frau Kahrer und begrüßt eine internationale Delegation. Ja, extra. Aus Wien angereist, der Delegierte aus Österreich, um die Partei Köln und die Frau Kahrer beim Wahlkampf zu unterstützen. Wie fühlst du dich, Frau Kahrer mal kennenzulernen? Es ist eine sehr große Ehre. Es ist eine große Ehre, ne? Was hast du von ihr schon gehört? Was wusstest du bisher über sie? Ich wusste über sie einiges. Ich durfte sogar Autogramme mitnehmen für die österreichischen. Ich muss den Fake-Akzent jetzt lassen, weil ich bin ja eigentlich Deutscher. Blühende Landschaften. Blühende Landschaften. Versprichst du? Ja. Wie wirst du die umsetzen? Ich gieße den Eberplatzbrunnen. Das geht ruckzuck. Ja, aber gießt er sich nicht selbst? Ist ja ein Brunnen. Nein, der ist ja seit vielen, vielen Jahren stillgelegt. Ja, deswegen, das ist ein Desaster, ne? Ja. Und du hast Zahnbelag? Zahnbelag? Zahnbelag hast du gar nicht, hat nur die Sabine gesagt, ne? Die macht Quatsch, die da. Ja, die macht Quatsch. Die macht Quatsch. Das ist nur, weil sie sämtliche Dosen, also wir haben ja noch einen Dosenwurfstand, du kannst dich gleich gerne mal daran selbst ausprobieren. Und sie war so erfolgreich, dass sie jetzt gefühlte 30 Kilo Süßigkeiten intus hat. Ja, hast du gewonnen beim Dosenwerfen? Voll geil. Ja, das ist natürlich eine politische Bewegung. Erster Güte, zeigst du mir mal den Dosenstand? Zeig mir doch mal den Dosenstand. Küss die Hand. Oh, sehr, sehr schön. Hier ist einiges los, aber wir wollen zum Dosenstand. Hier sogar in Menschen. Du hast eine erfolgreiche Dosenwerferin. Ja, genau. In der Familie. Ja, die wirft sehr gut. Die wirft sehr gut. Sie, genau. ist sehr gut. Wie könnte es denn anders sein, wenn man so eine Motivation hat? Gut. Ich zitiere die Oma. Die Oma. Denkst du, das ist deine Oma? Nein, eine Oma. Deine Oma sieht viel anders aus. Deine Oma sieht anders aus, ne? Aber vielleicht Bilgins Oma. Meine Oma. Also deine Uroma. Kennst du deine Uroma? Nee. Könnte also deine Uroma sein. Sehr gut. Ach so, und da wirfst du mit Socken, wirfst du jetzt gegen die Leute. Sehr gut. Wie fühlst du dich als stolzer Vater einer erfolgreichen jungen Politikerin? Die Antwort ist schon in der Frage drin. Stolz. Hallo, guten Tag. Ihr steht hier, aber außer euch niemand. Wie kommt das? Ja, das kommt daher, dass wir die alle vertrieben haben. Wer war denn alles hier? Die Linken, FDP war da, die Grünen sind kurz vorbeigelaufen. Die FDP hat als erstes aufgegeben und ja, die Linken haben sich dann auch immer getrollt. Was haben die gegen euch? Gegen uns? Wir nehmen den die Wähler weg. Wir haben den Lindner auf unseren Dosenwerfdosen. Fanden sie nicht so geil. Fanden sie nicht geil? Nee, nicht so wirklich. Haben sie gesagt? Die Linke fand's gut. Ich glaube, die FDP fand's eigentlich auch ganz gut. Ja, aber die dürfen es nicht sagen. Genau. Wir haben ein riesen Wahlkampfvideo mit dem SPD-Jungvorsitzenden aus Mitte gemacht. Der findet uns eigentlich auch ganz okay, glaube ich. Also das läuft. Wer ist das denn alles? Warte mir erstmal oben. Wer ist das? Ich würde sagen Putin. Das ist Putin. Und wer ist das da? Oh, jetzt wird's schwierig. Nein, das weiß ich leider nicht. Das weißt du nicht. Wer ist das? Den kennt man doch. Ja, den kennt man, aber... Okay, dann nehmen wir jemand anderen. Wer ist das? Wer ist das da? Das ist Frau Petri. Die Ines kennt keinen einzigen dieser Spitzenpolitiker. Dafür kennst du die Spitzenpolitiker der Partei. Das reicht ja auch. Ja, das stimmt. Hier ist die First Lady. Sie hat noch nie von Schäuble, Erdogan oder Petri gehört. Und warum auch? Sind wir ehrlich? Warum auch? Das ist sehr schön. Warum auch? Das sind alles nur kleine Player. Während hier stehen die. Hier stehen die. Hier ist die Macht. Nicht da. Hier. Ist wirklich so, oder? Birgit, du ziehst jetzt aus dem Hintergrund die Fäden, das sehe ich schon. Ne? Du stehst hier so ganz. Du hast deine. Wie ein Puppenspieler hast du hier deine Marionette. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Er ist nicht im Hintergrund. Er ist nicht im Hintergrund. Mal sehen, wie weit unsere. Warum will denn keiner die Kulisse haben? Das ist ja verrückt. Das ist ja unglaublich. Dann ist egal, dann geben wir die den Parteileuten, wenn die anderen die nicht haben wollen. Oder du machst noch weiter. Du machst noch weiter. Sehr gut, sehr, sehr gut. Merkel hat ein Geheimnis, das kennt ihr. Ossi, ne? Nein, hier. Oh. Ich meine, hier. Sie lächelt. Sie lächelt, aber nur, wenn man sie auf den Kopf stellt. Genau. Willst du Merkel lächeln, musst du auf den Kopf drehen. Wie seid ihr auf diese Erkenntnis gekommen? Guck drauf. Einfach ausprobieren. Kann man sagen, Politik ist ausprobieren in erster Linie? Meistens schon, ja. Würde ich Meistens schon? Was ist deine politische Empfehlung? Politische Empfehlung. Also ich finde, diese Leute sind absolut wählbar, die mögen wir sehr. Und wir haben bei Anhängern von diesen Leuten sogar auch wirklich, gerade mit dem Mauerargument, schon sehr große Erfolge. Wie lautet das Mauerargument denn? Dass wir die Mauer wieder aufbauen wollen und damit Arbeitsplätze schaffen wollen. Ja, sind wir auch schon dran, ne? Ich meine, wir stehen unter einer Solide. Haben wir schon mal angefangen. Hat man schon mal angefangen. Sehr schön. Wir sind auch erst 12 Jahre, dafür ist eigentlich gar nicht schlecht. Gute Bekleidung ist ein wichtiges Thema in der Partei.
Wie bist du an diesen schönen Polyesteranzug, der dir wirklich auf den Leib geschneidert ist, herangekommen? Secondhand Kaufhaus, 8 Euro. Ohne Scheiß? Ohne Scheiß. Welche Marke denn? Ist das denn wenigstens ein Original? Ich habe keine Ahnung. Sollen wir mal reingucken? Was stand drin? Ich weiß es nicht mehr. 8 Euro ist ein guter Preis. Ja, auf jeden Fall. Und dass sie den direkt in deiner Größe hatten, ne? Ja, sie hat dafür gehungert. Sie hat gehungert. Octavia. Von der sehr guten Firma Octavia. Ja, und vor allen Dingen Octavia, man beachte ihre Krawatte. Das passt ja auch sehr gut. Du siehst du da Oktaven? Ja. Ja. Mindestens eine. Was für eine Melodie ist das denn? 2. Dim, dim. Oh weia. Das Lied der Partei wahrscheinlich. Ich glaube, da muss ich Normi fragen. Der hat mir die geschenkt. Ja, dann machen wir mal. Andere Leute fragen ist immer eine gute Idee. Das ist ein interessanter Kandidat hier, ne? Ja, ja, ja. Er wirft genauso schlecht wie ich. Er wirft so schlecht. So, jetzt aber. Stimmung ist gut, ne, Frau Kahn? Ja, wunderbar, wie immer. Hey, du bist so schweigsam hier im Hintergrund. Was läuft hier? Bist müde? Nee, alles prima. Nee, also. Ja, ich muss doch vorher sagen, wenn die Kamera kommt, dann habe ich doch mal zwei. Okay. Ich habe hier den super Top-Kandidaten. Ja. Diesen Mann braucht das Land. Wie bist du auf dieses schöne Motiv gekommen? Fürchtet euch nicht. Wie ist dir das? Wie kam das? Ich fürchte mich ja, wenn ich mir die politische Landschaft so ansehe. Und da dachte ich, da gibt es einen Mann, der uns Sicherheit gibt und den anderen das Fürchten lehrt. Ja, nee, das mache ich wirklich. Also ich gebe euch Sicherheit und das ist so wie hier. Ganz sicher. Der Vorsitzende des Kreisverbandes Kölns biedert sich bei den jungen Menschen an. Genau. Neue Wähler werden gewonnen. Das ist doch der. Die machen immer was mit Tieren und Kindern. Tiere und Kinder. Dem Balu, dem wird auch nicht schwindelig, ne? Ne. Hallo Balu. Hallo. So, ja, zweimal Mark. Weltenpartei, ne? Doppelmark. Weltenpartei ist sehr gut. Weltendoppelmark. Und unsere Wähler kriegen den Konflikt auch hin. Ist gar kein Konflikt. Das ist einfach das doppelt so gut, oder? Mark und Mark, ist das für dich konfliktrecht? Nein, überhaupt nicht. Nee. Also, das ist sowas von Harmonie. Was machst du eigentlich, wenn du jetzt demnächst dann im Landtag und im Bundestag bist? Zwei Mandate, ist das auch harmonisch vereinbar? Absolut. Ja. Hast du Forderungen, die du vom einen in den anderen Tag tragen kannst, Land in den Bundestag oder umgekehrt? Köln muss Hauptstadt werden. First. Ja. Köln first. Cologne first. Köln first again. Ja, gar nicht again. Ist ja eh schon first, aber bleib first. Genau. Köln stays first. Ja. Das ist ehrlich. Genau. So, ja, also, ihr schmiedet hier noch neue Pläne. Ich muss leider gehen. Okay. Es ist mir ein großes Fest. Ihr seid die Coolsten. Felix, was ist dir dieses Jahr in der Kampagne aufgefallen? Ist das die beste aller Zeiten? Das ist die legendärste aller Zeiten. Das ist die schönste, die beste, die legendärste. Wie in jedem Jahr. Wie in jedem Jahr. Es ist die legendärste Kampagne seit dem Krieg. Sagt das Auge der Partei. Seit Kriegsende. Seit Kriegsende. Ja, wollen wir präzise bleiben. So, tschö, ihr Hasen. Tausend Dank. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö.